Moin Moin und Hallo aus Hamburg-Horn. Das neue Wahlrecht wirft viele Fragen auf. Dabei ist es gar nicht so schwierig. Früher hieß es mal One Man, One Vote. Ein Wähler, eine Stimme. Sie sind zwar immer noch ein Wähler, aber jetzt haben Sie 20 Stimmen zur Verfügung. 5 Stimmen sind für die Landesliste. Damit werden die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft bestimmt. Mit den 5 Stimmen im Wahlkreis entscheiden Sie, wer aus Ihrem Stadtteil in die Bürgerschaft kommen soll. Und dann gibt es das Gleiche nochmal für die Bezirksversammlung. Hier gibt es ebenfalls 5 Stimmen für die Bezirksliste, damit bestimmen Sie die Mehrheitsverhältnisse in Ihrer Bezirksversammlung und 5 Stimmen im Wahlkreis. Hier sehen Sie den gelben Stimmzettel. Das ist die Landesliste, in diesem Falle die Landesliste der SPD. Wie Sie sehen, haben Sie auf der linken Seite die Namen der Kandidaten und auf der rechten Seite die Kästchen, wo Sie Ihre Stimmen abgeben können. Bei der Landesliste haben Sie die Möglichkeit, direkt die SPD zu wählen. Damit haben Sie alle Ihre Stimmen der SPD gegeben. Sie können aber auch direkt einen Kandidaten wählen. Beispielsweise Olaf Scholz, den Spitzenkandidaten der SPD. Sie können Ihre Stimmen aber auch über mehrere Kandidaten verteilen. Wenn Sie zum Beispiel Michael Neumann wählen wollen oder Sie wollen Dirk Kienzschäff wählen oder Carola Veit, und dann sagen Sie, die anderen Stimmen gebe ich direkt der Liste der SPD, dann ist auch das möglich. Ihre Stimmen sollten Sie natürlich mit Bedacht vergeben. Entscheidend für die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft ist der gelbe Stimmzettel, also die Landeslistenstimmen. In der Bezirksversammlung ist es der grüne Stimmzettel, also die Bezirksliste. Wenn Sie also wollen, dass die SPD stark in der Bürgerschaft oder in der Bezirksversammlung vertreten ist, dann geben Sie möglichst alle Stimmen auf dieser Liste für die SPD. Dies ist der Stimmzettel im Wahlkreis 1 Hamburg-Mitte. Hier können Sie keine Parteien ankreuzen, sondern Sie müssen einzelne Personen ankreuzen. Hier können Sie Ihre Stimmen zum Beispiel verteilen. Oder Sie sagen, zieh mit, wähl Schmidt und geben einem Kandidaten alle Stimmen. Auf Bezirksversammlungsebene sieht das genauso aus. Auf dem grünen Stimmzettel bestimmen Sie mit Ihren Stimmen die Mehrheitsverhältnisse in der Bezirksversammlung. Hier haben Sie wieder die Möglichkeit, direkt die SPD anzukreuzen. Oder Sie geben Ihre Stimmen direkt einem Kandidaten, zum Beispiel dem Spitzenkandidaten Falco Drossmann. Im Wahlkreis für die Bezirksversammlung sieht es wieder aus wie bei der Bürgerschaft. Hier können Sie nur direkt Personen ankreuzen, zum Beispiel den Spitzenkandidaten Dirk Sielmann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Wahlrecht ein bisschen näher bringen. Wie Sie sehen, so kompliziert ist das gar nicht. Meine Bitte, gehen Sie am 20. Februar wählen oder machen Sie vorher Briefwahl und unterstützen Sie die SPD und unseren Spitzenkandidaten Olaf Scholz und natürlich Ihren lokalen Kandidaten im Wahlkreis.